Der Harz in Sachsen-Anhalt hat eigentlich alles. Blühende Landschaften, mit der B6 eine gute Verkehrsanbindung und kluge Politiker, die daraus noch mehr machen wollen. Wir denken, dass die B6 eine leistungsfähige, vierstreifige Straße, eine Autobahn werden sollte, damit sie einfach auch besser wahrgenommen wird, insbesondere von den Gästen, die zu uns kommen. Die B6 sieht zwar aus wie eine Autobahn und das von der A395 in Niedersachsen bis zur A14 bei Bernburg. Sie ist aber eben leider keine Autobahn. Das wollen die Autobahnfreunde vom Verkehrsministerium unbedingt ändern. Wir haben uns konkret dafür eingesetzt, denn wir versprechen uns von dieser Aufwertung natürlich auch nicht nur die Aufwertung der Straße, sondern eine Aufwertung der Region. Ja, mit dieser popeligen Bundesstraße mit 4 Spuren, Standstreifen und ohne Geschwindigkeitsbegrenzung ist nichts zu holen. Gut, dass sich jetzt alles ändert. Auf der Strecke an sich ändert sich nichts. Die Autofahrer werden auf der Strecke genauso geführt werden, wie es bisher der Fall gewesen ist. Nur ist es kein gelbes mit einer Bundesstraße, sondern ein blaues mit einer Autobahn. Blaue Schilder sind ein Muss. Das muss doch nicht sein. Ich dachte eben schon, das ist eine Autobahn. Für mich als Nutzer ist es völlig egal, solange ich hier so schnell fahren kann, wie ich will. Egal? Statt dieser provinziellen gelben Schilder kommen hier demnächst die mondänen blauen Autobahnschilder hin. Raider heißt jetzt Twix, sonst ändert sich nichts außer den Schildern. Und dafür lohnt sich doch die kleine Investition. Wir gehen von ungefähr ca. 2 Millionen aus. Aber Sie dürfen nicht vergessen, die Aufwertung einer schon vorhandenen autobahnähnlichen Straße zu einer Autobahn bringt ja letztendlich auch was, nämlich den Nutzen für die Region, für die Wirtschaft. Und auch der Harz als Tourismusregion wird davon total profitieren, wenn man hier nicht mehr so, sondern so unterwegs sein kann. Das ist man. Totaler Quatsch. Ich fahre doch nicht wegen einer Autobahn extra daher, wenn ich über die B6N genauso hinfahren kann. Es braucht halt ein bisschen, bis sich die Umstellung vollzieht, auch gedanklich. Es ist ein Stück weit auch Psychologie dabei. Eben, denn auf der B6 fahren sich die 90 Kilometer gefühlt viel langsamer als auf der A36. Sachsen-Anhalt, das Land der Frühaufsteher, macht blau.